Es begann recht unspektakulär an einem kühlen Sommerabend im Jahr 1907 im Haus Downshire, dem Wohnsitz von Lord Pirrie. Er war der Präsident von Harland & Wolff, damals die weltweit größte Werft. Zu Gast an diesem Abend war Bruce Ismay, Generaldirektor der White Star Line. Im März des folgenden Jahres wurde bei Harland & Wolff für die beiden neuen Schiffsriesen gearbeitet. Chefkonstrukteur und Geschäftsführer der Firma war Thomas Andrews, ein Neffe Lord Pirries. Das Belfaster Werftgelände auf Queen Island musste jedoch erst für den Bau der neuen Schiffe umgebaut werden. Man riss die drei alten Schiffsbaurampen kurzerhand ab und ersetzte sie durch zwei neue Helgen. William Errol & Co. in Glasgow lieferte die größten jemals gebauten Kräne. Mit 256 Metern Länge und einer Höhe von 70 Metern überragten sie die Skyline von Belfast. Um schwere Ausrüstungsgegenstände und Maschinenteile an Bord der Schiffe heben zu können, wurde in einer deutschen Werft der 45 Meter hohe schwimmende Schwerlastkran bestellt. Am 16. Dezember 1908 wurde der Kiel der Olympic gelegt. Sie trug die Baunummer 400. Der Bau ihres Schwesternschiffes begann 3,5 Monate später, am 31. März 1909. Hydraulisch gesteuerte Niethämmer fügten die gewalzten Stahlplatten zusammen. Nur an schwer zugänglichen Stellen wurde noch mit der Hand genietet. Die in jedem Schiff verbauten 3 Millionen Nieten wogen zusammen 1200 Tonnen. Bis zu 15.000 Arbeiter beschäftigte Harland & Wolff während der Bauphase. Die Werft war damit der größte Arbeitgeber in Belfast. 70 Tonnen schwer war der Heckspant, der das 100 Tonnen schwere Ruderblatt aufnehmen sollte. Mit über 20 Metern Länge eine Spezialanfertigung der Darlington Forge Company. Sie lieferte auch die Gehäuse der Propellerwellen. Mitte April 1910 war die Beplattung der Olympic abgeschlossen. Der Schiffsrumpf mit der Baunummer 401 folgte 6 Monate später, am 19. Oktober. Im Innern des Schiffes, das bis jetzt nur aus Stahlträgern bestand, wurden zwischenzeitlich die wasserdichten Schotten eingebaut. Sie waren in werfteigenen Maschinenfabriken vorgefertigt worden. Am Tag des Stapellaufs inspizierten Ismay und Pirrie den Neubau. Er war mit 269 Metern noch um 7,62 Meter länger als die Olympic, die bereits am 20. Oktober 1910 ihrem Element übergeben worden war. Pünktlich am 31. Mai 1911 um 12.15 Uhr wurde der 24.360 Tonnen schwere Schiffsrumpf mit Hilfe von hydraulischen Stapelrammen zu Wasser gelassen. Das dauerte nur 62 Sekunden.
23 Tonnen Talg, Tran und Schmierseife auf der Slipbahn waren dafür notwendig gewesen. Ohne Inneneinrichtung, Maschinen, Schrauben und Schornsteine ragte der Rumpf hoch aus dem Wasser Belfasts hervor. Die Kurbelwellen, Turbinen und die Aggregate wurden jetzt eingebaut. Eine Kombination aus Dampfmaschinen und Turbinen trieb die Olympic-Klasse an. Turbinen galten als die modernste und technisch am weitesten ausgereifte Form des Dampfantriebs. Das Turbinenlaufrad wog 130 Tonnen bei einem Durchmesser von 3,65 Metern. Mit Hilfe des Schwimmkrans hob man die schweren Einzelteile in den Schiffsbauch. ...24 kohlegefeuerte Doppeländerkessel und 5 Einenderkessel erzeugten zusammen eine Leistung von 50.000 PS. Die Antriebsmaschine war eine Kombination aus zwei Dampfmaschinen und einer Niederdruckdampfmaschine. Nach dem Einbau wurden die Zwischendecks geschlossen. Dann konnten die vier Kamine, der hinterste ohne jegliche Funktion und nur dem Zeitgeist entsprechend, an Bord gehoben werden. Mit 21 Metern Höhe ein imposantes Wahrzeichen dieser Schiffsklasse. Der luxuriöseste Ausbau seiner Zeit nahm die letzten 10 Monate in Anspruch. Schreinereien, Malereien und Farbmischereien beschäftigten bis zu 5000 Arbeiter mit dem Ausbau der Inneneinrichtung. Arbeiten erfolgten am 3. Dezember 1911 nach dem Einschleppen in das für diese Schiffe gebaute Trockendock. Die 3 Schrauben aus Manganbronze wurden montiert, die mittlere mit 4 Flügeln und 5 Meter und die beiden dreiflügeligen mit je 7,2 Meter Durchmesser. Bei vermessenen 46.328 Bruttoregistertonnen war es das größte jemals gebaute Schiff. Mit 20 Rettungsbooten an Deck und nach dem Fluten des Trockendocks konnte der Dampfer am 2. April 1912 Belfast verlassen. Das weitere Schicksal dieses großen Luxusliners, der Titanic, ist allen bekannt.